Drum hat Patanjali Leuten auch vorgeschlagen, den achtfachen Pfad zu gehen. Also er hat diese zwei Prinzipien, Abhyasa und Vairagya, auf den Ashtangamarga oder den achtfachen Pfad unterteilt, wo an achter Stelle das Yama ist. Ethische Grundlagen, Yama ist so zu verstehen, Yamaraja ist der König des Todes. Yama auf Russisch bedeutet Grube. Es ist eben etwas, was Gefahr bergen könnte. Oder wenn ich halt diese Sache nicht befolge, werde ich mich in einer Grube oder Unglückssituation befinden und in einer misslichen Lage befinden. Dann haben wir auf Stelle 7 das Niyama. Vielleicht schreibt man das woanders mit einem Y. Ich schreibe das mit J gerade. Niyama sind Prinzipien, zu denen wir später kommen, die man kultivieren soll. Also je mehr, desto besser. Also Vorschriftslinien, mit was man sich beschäftigen sollte im Alltag eines Yoga-Praktikers. Erst dann kommt an sechster Stelle Asana. Also das ist so, dass früher man die Menschen zuerst sittlich und ethisch irgendwie unterrichtet hat. Und nur solche Menschen wurden dann zu weiteren Yoga-Praktiken zugelassen, beziehungsweise bevor man nicht geprüft wurde, hat man kein Wissen über das Yoga bekommen. Danach, wenn der Körper dafür bereit ist, wenn der Körper gereinigt, wie wir gestern sagen, kann man zum Pranayama übergehen. Fünfte Stelle. Hier taucht das Yama schon wieder auf. Es wird auch unterschiedlich gedeutet, je nachdem von der Schreibweise. Weil auf Sanskrit wird das A oft doppelt geschrieben. Es könnte heißen, dass das Ayama ist. Also das hängt von der Schreibweise ab. Wie das auf Englisch umgesetzt wird als Schrift bzw. als Wort. Prana ist die feinstoffliche Energie, die uns umgibt, wie wir wissen. Und dieses Wort Yama oder Ayama hat folgende Bedeutungen. Entweder deutet man das so, dass das die Vertiefung der Atmung ist oder sich das Vertiefen in die Atempraktik. Zum anderen, weil Yama oder Yamaraja König des Totenreiches ist, heißt es, das ist das Aufhören der Atmung. Also wenn der Atem stillsteht, kann man dann die anderen Aspekte des Yoga gründen. Also das ist so eine Vorstufe, dass man den Atem zum Stillstehen bringt. Und das erreicht man eben durch so eine Praktik, wie wir am Morgen immer machen, zum Beispiel durch das Apanasati Hinayana. Im Endeffekt sollte die Atmung stillstehen und die ganzen Prozesse im Körper sollen komplett herunterfahren. So ähnlich wie dem Anabiose-Schlaf sozusagen. Dass man dann in die Meditation übertreten kann. Das Herz schlägt sehr, sehr langsam und man atmet, ja, ohne dass ein Mensch von außen das hören könnte oder wahrnehmen könnte oder sehen könnte, dass man atmet. Das ist ungefähr so zu verstehen, wir haben einen bestimmten Druck immer in der Lunge. Wenn wir das Zwerchfell runterziehen, schaffen wir Unterdruck in der Lunge, wir ziehen die Luft an. Wenn wir ausatmen, schaffen wir Druck, der mehr ist als der Umgebungsdruck, und so drücken wir die Luft raus. Beim Endeffekt oder in der vollkommenen Pranayama ist es so, dass der Druck in der Lunge dem Außendruck gleich bleibt und die Luft kann zirkulieren, ohne dass man atmet. So ganz, ganz geringe Teilchen der Luft können zirkulieren und die Luft tauscht sich aus und man sitzt da und meditiert sozusagen. Dann kommt als vierte Stufe, das Pratyahara. Pratyahara bedeutet folgendes. Heute haben wir so eine Übung gemacht, so eine ähnliche beim Shavasana, wo wir gesagt haben, wir beobachten alles um uns herum. Zuerst haben wir das mit dem Hören gemacht. Hören jeden Geräusch, der um uns herum passiert oder zu hören ist.
Und danach lenken oder drehen wir diesen Gehörsinn nach innen und hören in uns hinein und hören auf, alles um uns herum zu hören. Wir hören nach innen. Wir lenken dieses Prinzip der Aufmerksamkeit, der immer nach außen gerichtet ist, lenken wir nach innen in uns hinein und hören nur unsere innere Welt. Genauso müsste man das mit dem Sehen machen, mit dem Schmecken, mit dem Fühlen, mit allen fünf Sinnen. Und in den Yoga-Schriften wird es verglichen mit einer Schildkröte. Wenn eine Schildkröte ihre Gliedmassen in den Panzer einzieht, so müsste ein Praktiker alle fünf Sinnesorgane in sich hineinziehen und praktisch nichts mehr mitbekommen, was um ihn herum passiert, und sich auf seine innere Welt konzentrieren. Das ist eben auch ein Schritt. Hara bedeutet Zentrum, wieder wie hier. Also man zieht alle seine Sinne in das Zentrum, also in sich hinein. Und geht sozusagen, grob gesagt, den inneren Weg oder den Weg, der nach innen gekehrt ist, immer weiter und weiter, bis man bei sich selbst ankommt. Also der Weg zum Gott und zu sich ist nicht der Weg, wo man nach außen gerichtet ist oder nach außen geht oder irgendwie in den Himmel guckt, sondern es ist der Weg nach innen in sich hinein. Das ist eben das Yoga, das man durch Meditation dann erreicht. Diese Selbsterkenntnis. Wenn man das dann geschafft hat, die Sinne auszuschalten von der Außenwelt und nach innen zu lenken, kann man zum Dharana übergehen. Dharana ist eine Konzentration. Man beginnt sich auf bestimmte Objekte konzentrieren. Bei den Shankarmas gibt es das Trataka. Beim Trataka konzentriert man sich auf eine Kerzenflamme. Zum einen ist es die innere Reinigung, Reinigung des Bewusstseins. Zum anderen sind es erste Übungen, um sich zu konzentrieren. Man kann sich natürlich auf jedes Symbol konzentrieren, auf einen Stern, auf den Mond, auf seinen eigenen Schatten, schreiben die Yoga-Bücher. Wichtig, ihr habt irgendeinen Punkt, auf den ihr dieses starrend euch konzentriert und alle Gedanken dorthin lenkt. Weil das ist wieder das Wort Kon, heißt zusammen und Zentrum. Dass man seine Gedanken, die gestreut waren, auf einen Punkt konzentriert. Konzentrieren. Konus wie Winkel sozusagen. Man kann im späteren dann innere Symbole vorstellen. Man stellt sich die Kerzenflamme in der inneren Welt vor mit geschlossenen Augen. Man kann sich auf jeden Symbol konzentrieren. Auf eine Gottheit, auf Abbildungen von Gottheiten kann man sich konzentrieren in der inneren Welt, wenn man sich die vorstellt. Man kann sich auf ein Mantra auch konzentrieren, auf die Vibration. Und wenn ihr euch während der Shavasana auf eure Atmung konzentriert oder in der Früh bei Pranayama, dann ist bei jedem von euch so, auch bei mir, dass man einen bestimmten Bruchteil von Sekunden oder einige Sekunden die Konzentration halten kann und kommt ein Gedanke, ich komme aus der Konzentration raus und denke an irgendwas anderes. Ich erinnere mich wieder hier, ich mache eigentlich Pranayama, ich konzentriere mich auf was. Man konzentriert sich wieder, denkt wieder an die Atmung. Dann kommt der nächste Gedanke und so ist es fortwährend während der ganzen eineinhalb Stunden, die wir sitzen. Die Übungen machen wir deshalb, damit diese Abstände mit der Zeit immer länger werden und diese Lücken, wo andere Gedanken da sind oder die Gedanken mich stören, immer kürzer werden. Bis wir dann fortwährend auf die Atmung und nichts als die Atmung sehen und nichts anderes, also die Gedanken brechen diesen Prozess nicht mehr ab. Das ist eben die Übung oder das Training, dass man sich es aneignen soll, antrainieren soll. Und diese lange Konzentration ohne Durchbrüche heißt dann Dhyana. Dhyana wird in russischen Büchern aus Sanskrit übersetzt als Betrachtung, also die innere Betrachtung, hier Konzentration, Dhyana, Betrachtung eines Gegenstands, eines Mantras, einer Gottheit. Und wenn man das dann schafft,
auch wenn man die eigene Atmung jetzt länger beobachtet und man in das vom Dharana schon ins Dhyana übergeht und die Konzentration auf die Atmung fortwährend und sehr lang ist, passiert es oft spontan, meistens passiert es spontan, vor allem am Anfang, dass man diesen Bewusstseinssprung erreicht. Samadhi ist die höchste Stufe, die man dann erreichen soll. Durch diese fortwährende Meditation oder Konzentration auf einen Punkt, wie wir gesagt haben, schaffen wir das, dass wir von einem Körper, von einem Bewusstseinsträger auf den anderen springen. Entsprechend müssen wir uns dann wieder konzentrieren, bis wir auf einen noch feineren Körper springen. Und so gibt es viele, nicht viele, sondern einige Stufen von Samadhi. Man geht praktisch tiefer und tiefer in sich hinein. Und bei den ersten Schritten von Samadhi, das ist auch noch nur kurz zum Erzählen, ist es so, dass man eine Bija hat, einen Kern oder einen Gegenstand, auf den man sich noch konzentriert und so das Samadhi erreicht. Und in tieferen Stufen oder Ebenen des Samadhi, da hat man dieses Bija oder diesen Gegenstand auch nicht mehr. Also das Sabija ist mit dem Kern oder mit dem Objekt und Nirbija ist ohne das Objekt, ohne Kern. Man löst sich praktisch in selbst auf. Es gibt kein Objekt, das man betrachtet, es gibt nur noch das Bewusstsein. Und das Bewusstsein nimmt sich selber wahr, sozusagen als Objekt. Da verschwinden alle Grenzen, alles löst sich auf und man nimmt die Realität dar. Und man sieht sich selber, wie man ist. Das ist eben das, was wir gestern gesprochen haben, dieses Svarupa Avasthanam, sondern man bedeutet, man sieht seine himmlische und göttliche Form wieder, so, mit Hilfe von diesen Samadhi-Zuständen. Und wie ihr seht, ist es eine ziemlich lange Leiter, die man jahrelang gehen kann, wenn man von Pranayama spricht. Man braucht circa, erfahrene Yogis sagen darüber, man braucht 5 Jahre, um in Pranayama irgendwas zu erreichen oder Vollkommenheit zu erreichen. Würde es, bis man zu den anderen Techniken kommt, noch länger sein und noch anstrengende Praxis. Wie gesagt, und wenn man das dann einmal geschafft hat, dann ist es leichter, diese Stufen zu überwinden. Und man springt dann 2, 3 Dinge, Stufen über sozusagen, man kennt sich dann aus. Aber am Anfang ist es schwer, diese Grenze durchzubrechen. Okay, das ist kurz zu dem achtfachen Weg, den Patanjali beschrieben hat, wie man zum Samadhi eigentlich kommt. Und diese Samadhi, diese Vereinigung ist dann das eigentliche Yoga, wo man mit dem kosmischen Universum verbunden ist. Und Asana, wie wir sehen, ist nur eine Vorstufe, weil man hier schon ziemlich viel Energie aufbaut, auf den oberen Stufen, muss im Vorfeld Yama Niyama ausgeübt werden. Yama Niyama ist aber eine Praxis, es ist nicht so, dass man es gelernt hat, man hat es abgeschlossen. Es ist eine ewige, lebenslange Praxis, die man ständig perfektionieren soll, wie man auch andere Praktiken und andere Stufen ständig perfektionisiert. Auch Asana, Pranayama, Pratyahara. Und wie gesagt, Patanjali schreibt über die Asana nur einen Satz: Asana ist eine gerade, bequeme Haltung. Und mehr nicht. Und dann beschreibt ihr andere Sachen.